Yeah, Leute, willkommen zurück zu Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir haben im letzten Part leider wenig Fortschritt erlangt in Willow Creek und Henry konnte uns auch nichts mehr sagen. Deswegen würde ich sagen, wir begeben uns noch einmal zurück nach Willow Creek, weil mein lieber Abonnent der Torti, liebe Grüße an dieser Stelle, hat mir einen Tipp gegeben. Ich hätte mich doch etwas besser umsehen müssen in Willow Creek, weil da kommt man auch zu einer Kirche. Ja, ich muss ehrlich zugeben, darauf habe ich nicht so geachtet. Deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal nach Willow Creek, weil ich schätze auch, dass wir hier nichts mehr machen können. Oder momentan halt nicht. Ja, Samuel, wenn du ein bisschen schneller gehen würdest, wäre es halt auch cool. Zum Umland von Black Mirror. Ja. Gut, danach. Ach, da ist die Kirche. Ja, dann gehen wir mal dahin. Die Pfarrkirche von Warmhill. Okay, ja, ich musste mal eben meine Kopfhörer ein bisschen runterschrauben, weil die waren scheiß laut. Haupteingang. Ja, schauen wir mal. Das ist ja eine große Kirche, ey. Und ich höre etwas. Ist da jemand am Arbeiten? Der Haupteingang ist geschlossen. Er wird nur sonntags geöffnet. Ich muss den Ist Seiteneingang eine Kirche benutzen. nicht immer offen, eigentlich? Ja gut, den Friedhof, der interessiert mich jetzt gerade nicht so, aber vielleicht ist hier noch was. Die Kirche betreten. Ja, schauen wir mal, ob hier noch jemand ist, weil ich höre da die ganze Zeit irgendein Gemurmel. Deswegen nehme ich einfach mal an, dass hier ein Arbeiter ist oder so. Da ist ein Loch. Ach, da ist ja jemand. Totengräber. Okay, ja, reden wir mal mit dem, würde ich sagen. Ja. Guten Tag. Haben Sie Zeit für ein kurzes Gespräch? Ich habe es nie eilig. Im Gegensatz zu allen anderen hier. Ich bin an der Geschichte dieser Kirche und dieses Friedhofes interessiert. Ich glaube, Sie sind der richtige Ansprechpartner. Vielleicht. Ich arbeite seit vielen Jahren für Pater Frederick. Ich kenne alle Namen auf den Gräbern. Was wollen Sie wissen? Darf ich mich in der Kirche umsehen? Sie müssen warten, bis Pater Frederick wieder da ist. Bis dahin bleibt die Kirche abgeschlossen. Aber Sie könnten sie doch aufschließen, oder? Spielt keine Rolle. Sie bleibt abgeschlossen, wie Pater Frederick es angewiesen hat. Sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich? Ich? Ich bin für alle nur der Totengräber. Pater Fredericks Totengräber. Und es macht mir nichts aus. Sie sind ein Gordon, richtig? Ja, Samuel Gordon. Also sind Sie der Enkel von dem alten Mr. William? Ja. Ich habe Sie beim Begräbnis gesehen. Natürlich. Kannten Sie William? Nein, nicht persönlich. Aber ich habe ihn ab und zu gesehen. Er hat manchmal die Kirche besucht. Wie oft? Nicht so oft, aber wenn er kam, hatte er es immer eilig. Als ob er wüsste, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Hat er je mit Ihnen gesprochen? Nein. Wie gesagt, ich kannte ihn nicht sehr gut. Aber er hat mit Pater Frederick gesprochen, nicht wahr? Da müssen Sie den Pater selbst fragen. Das mache ich. Danke. Ich habe gehört, dass Sie manchmal gesehen haben, wie William am späten Abend zur Kirche kam. Stimmt das? Wer hat Ihnen das gesagt? Das ist nicht wichtig. Also, stimmt es? Ich möchte nicht darüber reden. Ich will keinen Ärger. Was auch immer Sie mir sagen, es bleibt unter uns. So richtig weiß ich nicht, ob ich Ihnen vertrauen kann. Aber da Sie ein Gordon sind, sage ich Ihnen, was ich gesehen habe. Alle, die den alten Sir William kannten, hielten ihn für einen Spinner. Bitte, das soll keine Kränkung sein. Und später, als er niemanden mehr sehen wollte, ging es mit dem Tratsch so richtig los. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie das, was ich Ihnen als nächstes erzähle, nicht für eine Erfindung halten. Reden Sie weiter. Das erste Mal habe ich ihn hier vor 6 Monaten gesehen. Ich saß in meiner Hütte, wollte gerade ins Bett. Da habe ich ein Licht gesehen. Jemand ging auf die Kirche zu. In den 20 Jahren, die ich hier arbeite, ist niemand so spät am Abend gekommen. Also ging ich nach draußen, um zu sehen, was los war. Ich sah, wie jemand in einen dunklen Mantel gehüllt
zwischen den Gräbern auf und ab ging. Er ging tief gebeugt. Er suchte etwas. War es William? In dem Moment hatte ich keine Ahnung, wer es war. In der Dunkelheit konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Er war ungefähr 20 Minuten lang hier, lief herum und murmelte vor sich hin. Was hat er gesagt? Tja, ich habe ihn aus der Ferne beobachtet. Es war nicht zu hören. Und was passierte dann? Die Kirchentür öffnete sich und er ging gleich darauf zu. Ich bin ihm vorsichtig gefolgt. Pater Frederick stand in der Tür. Es kam mir so vor, als hätte er diese Person erwartet. Erst dann erkannte ich, dass es Sir William war. Ich war jetzt nahe genug, um seine Stimme zu hören. Er und der Pater führten ein langes Gespräch. Und dabei fuchtelte Sir William wild mit den Händen herum. Schließlich gingen sie hinein. Das war alles, was ich gesehen habe. Wissen Sie sonst noch etwas? Ich stecke meine Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten. Na gut, danke, dass Sie mir das erzählt haben. Ich habe es Ihnen nur gesagt, weil Sie Sir Williams Enkel sind. Jetzt gehen Sie bitte. Ich muss meine Arbeit hier zu Ende machen. Warum hat William sich mitten in der Nacht mit Pater Frederick getroffen? Sagen Sie, wie alt ist diese Gemeinde? Niemand weiß das Alter genau. Aber Friedhof und Kirche sind viel älter als alles andere hier. Vor langer Zeit hat man hier Ketzer beerdigt. Es heißt, dass es unter dem Friedhof ein Tunnelsystem gibt, wo die Seelen der Unschuldigen umherwandern und nach einem Ausgang suchen. Wissen Sie, in den Jahren hier habe ich eine Menge gesehen, aber... Zum Beispiel? Tja, es ist lange her. Aber vor einigen Jahren hörte ich etwas wie die Stimme eines Kindes in der Entfernung. Es hat gestöhnt und Verse gesungen. Zuerst dachte ich, es wäre nur Einbildung. Aber dann konnte ich meine Neugierde nicht zähmen. Da bin ich nach draußen gegangen und habe es gesucht. Ich bin der Stimme gefolgt. Aber je näher ich kam, desto leiser wurde die Stimme. Vielleicht war es nur ein Kind, das in der Nähe gespielt hat. Um 2 Uhr früh? Das glaube ich nicht. Außerdem, sehen Sie sich um. Hier sind überall Gräber. Aber das ist lange her. Ich habe keine Ahnung, was es war und ich will es auch nicht wissen. Ich weiß nicht mal, warum ich Ihnen das erzählt habe. Haben Sie die Stimme je wieder gehört? Oder etwas Ähnliches? Ich habe Ihnen schon genug gesagt. Erzählen Sie niemandem davon. Ich möchte nicht wie ein alter Narr dastehen. Sie haben gesagt, Sie kennen Pater Frederick seit vielen Jahren. Was können Sie mir über ihn erzählen? Pater Frederick ist der gütigste Mann, den ich kenne. Er hat mich als Waise aufgenommen und wie einen Sohn aufgezogen. Dafür werde ich ihm bis ans Ende meines Lebens dankbar sein. Und ich werde hier sein, um ihm zu helfen, solange ich kann. Aber wenn Sie mit ihm reden wollen, werden Sie warten müssen, bis er vom Besuch in der nächsten Grafschaft zurückkommt. Ich verstehe. Danke. Okay, ja, das Gespräch mit dem toten Gräber war ziemlich interessant. Schauen wir mal, ob wir die Kirche trotzdem betreten können. Aber ich schätze mal nicht, weil das ist schon krass. Die Kirche ist abgeschlossen. Ja, okay, das habe ich eigentlich eh schon geahnt. Ja, okay, mit den Totengräbern nochmal zu reden, ist ein Blödsinn. Er wurde also als Waise aufgenommen. Und William ist mitten in der Nacht aufgetaucht, hat irgendwas gefaselt, gemurmelt und hat mit dem Pater Frederick gesprochen. Ja, da wird sicher noch einiges kommen, Leute. Ich freue mich jetzt schon wie ein kleines Kind. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut. Ich bereue es wirklich, dass ich es nicht schon früher gespielt habe. Grabsteine. Die in den Stein eingemeißelten Namen sind nicht mehr lesbar. Okay, dann sind die wahrscheinlich schon scheißalt. Genauso wie dieser alte Baum. Seine Äste breiten sich traurig über die Gräber aus. Ja, das ist aber normal in diesem Fall. Zu Williams Grab. Ach so, hier liegt William, oder was? Ja gut, wo auch sonst, ne? Gibt ja in Black Mirror eigentlich keine Gräber. Ja, wo ist das Grab? Der Gruft... Wo ist denn das Grab? Gruft, Grabstein.
William wird auf ewig in diesem kalten Grab ruhen. Ich werde die Wahrheit aufdecken. Und wenn ich dafür durch die Hölle... Das ist ein guter Ansatz. Also, er ist 1903 geboren und 1981 verstorben. Das heißt, er wurde knapp... 80... Ja, ich bin eigentlich voll schlecht in Mathe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich ein Loser in Mathe. Also 80 wurde er auf alle Fälle. Ich würde sagen, knapp entweder 79... Ja, ich bin extrem schlecht. Falls das jemand berechnen kann, schreibt es mir in die Kommentare. Wieso gehst du jetzt extra dahin? Eine Familiengruft. Ich weiß nicht einmal, wer darin ist. Ist auch nicht relevant für die Story, schätze ich mal. Ich trinke mal einen Schluck. Prost, Leute. Das Grab von Jeremy Gordon. Wer war denn Jeremy Gordon? Gut, dann können wir hier auch nichts mehr machen. Gehen wir nochmal ins Pub zurück und schauen nochmal nach, ob wir da etwas, ich sage jetzt mal, Interessantes... Also, dadurch, dass wir jetzt die Totengräber gesprochen haben, können wir vielleicht nochmal mit dem Wirt reden. Ja, kommt alles auf, ne? Oder können wir jetzt nochmal mit dem Totengräber was bequatschen, weil das würde mich jetzt interessieren. Ja, William, gehst du vielleicht ein bisschen schneller? Ich habe zwar keinen Stress, es ist eh Abend, aber trotzdem. Ja, ich weiß noch nicht, wie viele Parts ich jetzt heute aufnehme, aber mindestens diesen, vielleicht noch einen zweiten. Aber zu viel will ich ja nicht vorwärts gehen, ne? Gut, da ist der Totengräber. Darf ich Sie stören? Der wird sich auch verarscht vorkommen, weil ich hier die ganze Zeit anschweife. Nur kurz, ich habe viel zu tun. Ist Pater Frederick inzwischen zurückgekehrt? Nein, ist er nicht. Es ist eine lange Fahrt von Winshire hierher. Vor morgen kommt er nicht wieder. Morgen? Ich würde gerne... Sie würden gerne in die Kirche. Aber ich habe schon gesagt, das geht nicht. Jetzt gehen Sie. Das hier muss sich vor Einbruch der Dunkelheit erledigen. Es ist 7 Uhr. Ich sollte zum Haupttor zurückkehren. Wenn Herman sein Wort hält, wartet sein Helfer dort auf mich. Sie sind Dr. Hermans Aushilfe, stimmt's? Ich bin nicht Dr. Hermans Aushilfe. Ich arbeite nur ab und zu für ihn. Sie sind Samuel Gordon, oder? Ich muss etwas abliefern. Ja, geben Sie es bitte mir. Ja, warum nicht? Mir ist es sowieso egal, wer Sie sind. Ich soll dieses Paket dem geben, der um 7 an diesem Tor steht. Damit ist mein Job erledigt. Nehmen Sie das, dann kann ich gehen. Warten Sie einen Moment. Sind Sie Mark? Ja, das bin ich. Warum? Harry hat gesagt, dass Sie in unserem Garten gearbeitet haben. Gelegentlich, ja. Na und? Ich habe eine Frage zu William Gordon. Was können Sie mir von ihm erzählen? Nichts. Ich kannte ihn kaum. Ich habe nur im Garten gearbeitet. Ich habe es eilig. Wollen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Gut, dann bis dann. Wiedersehen. Hoffentlich finde ich das, wonach ich suche. Okay, das war also Mark. Er arbeitet nur gelegentlich. Dann schauen wir mal in die Schachtel. Ja, wie wär's, wenn du sie gleich aufmachst, Kumpel? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Darin sind nur eine Uhr und ein paar Habseligkeiten. Ja, aber vielleicht ist auf der Uhr etwas. Ich mache sie auf. Hier hat William irgendetwas angemerkt. Okay, wieder so eine Notiz zum Lesen. Ja gut, hilft ja nichts, ne? Für meinen vergesslichen Kopf. Der Weg zum Schlüssel beginnt in der Bibliothek, bei meinem Schreibtisch, versteckt unter dem blauen Vorhang der ungeschriebenen Worte. Okay, das ist interessant. Das ist eindeutig das Tintenfass und eine Feder, mit dem hat man damals geschrieben, ein Buch. Das ist ein Globus und das ist einfach nur ein Blatt. Gut, dann gehen wir wieder in die Bibliothek zurück, würde ich sagen. Ja. Ich muss ehrlich sagen,
Es gefällt mir immer mehr, das Spiel. Ja, da gibt's nicht mehr zu sagen. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Und ich bereue es, wie schon mal erwähnt, dass ich es nicht schon wesentlich früher gespielt habe. Zum Esszimmer. Naja, zum Esszimmer muss ich eigentlich nicht, aber in die Richtung halt. Gut. Zur Bibliothek. Ich frage mich, ob Herman noch immer dort ist. Dr. Herman. Oh Mann, ich will trotzdem nicht in so einem riesen Schloss wohnen. Ganz ehrlich, in dem Haus, in dem ich wohne, ist es schon gruselig, wenn es dunkel wird. Okay, da ist niemand mehr. Also nehme ich mal an, dass Herman nicht mehr da ist. Es ist ja schon nach 7. Also, hier beim Schreibtisch muss etwas sein. Schauen wir mal. Okay, Tintenfass. Unter dem Tintenfass ist ein Knopf. Ich versuche, ihn zu drücken. Okay, dass es damals schon solche Mechanismen gab, wusste ich nicht. Aber gut. Was finden wir denn da? Da ist eine Art Schachtel. Die nehme ich. Okay, was ist da drinnen? Planeten. Aus Hartholz gefertigte Modelle der Planeten unseres Sonnensystems. Das hat sicher irgendwas mit dem Globus zu tun, den wir auf dem Bild gesehen haben. Nur was, frage ich mich gerade. Boah, ich hoffe, es kommt jetzt keine geografische Aufgabe, weil ich war zwar in Geografie relativ gut, aber was die... Ja gut, hilft ja nichts. Schauen wir mal. Okay. Moment mal. Da muss ich wahrscheinlich jetzt diese Dinge hier einfügen, oder? Und jetzt... Ach! Jetzt sind diese Planeten hier. Ach du Scheiße, Leute. Muss ich das jetzt so einsortieren? Muss ich das jetzt so machen, dass die Planeten quasi, ja, ich sag mal ganz blöd, oh Mann, das Sonnensystem, ich kenne es überhaupt nicht, ganz ehrlich. Ich kenne das gar nicht. Ich kenne mich null aus mit diesem Zeug. Ich war zwar in Geografie an und für sich gut, aber in solchen Sachen, nee. Ja, das ist jetzt verdammt scheiße. Ich will jetzt aber auch den Part noch nicht beenden, ganz ehrlich. Ist das die, was ist denn das? Ist das die Erde? Wir sind ja eigentlich relativ weit weg. Ja, ich probiere das jetzt auf gut Glück, weil ich habe, wie gesagt, keinen Schimmer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wüsste auch jetzt nicht... Nein, das ist die Erde. Glaube ich zumindest. Ich kenne ja nicht einmal alle Planeten. Neptun, Mars, Uranus, keine Ahnung, wie die alle heißen. Pluto. Okay. Dadurch, dass nichts passiert ist, schätze ich einfach mal, dass das jetzt nicht richtig war. Ich sag's ganz offen und ehrlich, Leute, ich werde mir das erst im nächsten Part ansehen. Ja, ich weiß, dass der Part schon wieder ein bisschen zu kurz wird, aber mein Renderprogramm spinnt ja zurzeit und deswegen versuche ich, die Parts ein bisschen kürzer zu lassen. Ja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr schaut auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Black Mirror. Bis dahin, macht's gut, Leute.